Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Nachtschattenfreunde und Psychonauten, zur ersten Ausgabe eurer Nachtschattentelevision in 2018. Ich gehe heute in unserem Hauptblock natürlich wieder auf euren häufigsten Wunsch ein. Der rankt sich diesmal um die Anfänge der US-amerikanischen Geschichte der psychedelischen Bewegung. Und das passt doch hervorragend. Jetzt 2018 ist nämlich ein besonderes Jahr und so steigen wir mal ein in unser heutiges Programm. Denn 2018 jährt sich die Entdeckung der psychoaktiven Eigenschaften des LSD zum 75. Mal. Am 19. April dieses Jahres nun, dem sogenannten Bicycle Day, ist es 75 Jahre her, dass Albert Hofmann den ersten echten, bewussten Selbstversuch mit LSD unternommen hat. Und ja, was dann passiert ist, wisst ihr alle. Und wer sich für die Geschichte und vor allem auch für die wissenschaftliche Erforschung des LSD interessiert, der sollte sich den 19. April dieses Jahres fett im Kalender jetzt schon anstreichen und auf unsere unten in den Shownotes eingeblendete, aufgeschriebene Internetseite 75jahre-lsd.ch gehen. Denn am 19. April veranstalten wir in Münchenstein bei Basel im Hotel und Tagungsort Hofmatt ein eintägiges Symposium des Titels 75 Jahre LSD, wohin führt die Reise? Und da haben wir hochkarätige Referenten zusammengetrommelt, die für euch dort Vorträge halten werden zum Thema, nämlich Stanislav Grof, Amanda Fielding, Milan Scheidegger, Thorsten Passi, Juraj Stick, Matthias Lichti, Matthias Bröckers, Christian Rätsch, Hans Kusto, Claudia Müller-Ebeling und per Live-Videoschalte Rick Doblin, Vorsitzender und Gründer der MAPS, der US-amerikanischen Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Und außerdem, das ist noch längst nicht alles gewesen, haben wir da noch ein absolut interessantes Podium am Start, auf dem zwei Kinder Albert Hofmanns und ein Enkel sitzend gemeinsam mit einem ehemaligen Chemiker der Sandoz AG, dem Günther Engel, der auch ein Buch über Albert Hofmann schon herausgegeben hat. Und die werden über ihre persönlichen Erlebnisse, über ihr Leben mit Albert Hofmann eben berichten. Und sowas hat es in der Form auch noch nicht gegeben. Also wirklich extrem interessant für alle Psychedelik- und LSD-Enthusiasten. Die Tickets sind auf eine Anzahl von etwas mehr als 300 beschränkt. Davon haben wir mittlerweile jetzt nach 3 Wochen Promo 150, also die Hälfte schon verkauft. Wer sich also noch einen Eintritt sichern will für unser LSD-Symposium am 19. April, der sollte flux auf die entsprechende Internetseite gehen, in der Videobeschreibung zu finden und sich dort anmelden. All die hochkarätigen Wissenschaftler und Autoren, die ich euch gerade genannt habe, könnt ihr also dann live sehen. Ist aber auch Franz Vollenweider dabei, Vanja Palmers und auch noch andere. Ich bin natürlich auch da und Lucius Wertmüller, Roger Legensdorfer, Peter Gasser. Ja, wir vier machen ja die Orga dieses Symposiums. Ja. Und Christian Rätsch ist da. Christian Rätsch ist da und der war vor kurzem erst in der Schweiz, am 27. Dezember nämlich, waren wir in der Schweiz mit Christian Rätsch und haben ihm seine Festschrift feierlich überreicht. Tada, hier ist sie. Ich hatte sie euch schon diverse Male angekündigt. Jetzt ist sie erschienen im Dezember und wir haben, ich zeige euch auch dazu, einige Bilder der festlichen Vernissage. Christian das Buch übergeben in der Grünen Fee in der Absinthbar in Solothurn, die zum Nachtschattenverlag gehört, und waren danach noch schön gemütlich essen in einer Gruppe von 12 Leuten. Und Christian hat sich sehr gefreut über diese wunderbare Festschrift. Es war ein Riesenerfolg und dieses Buch ist wirklich für jeden Fan von Christian Rätsch sozusagen ein Must-Have. Ja, ich hatte es vorhin schon angekündigt. Es geht in unserem Hauptblock, der jetzt beginnt, um eure Frage nach wichtiger Literatur zur US-amerikanischen Urpsychedelik. Wer mein DMT-Buch kennt, der wird vielleicht schon gesehen haben, da ist auch ein längeres Kapitel drin über die US-amerikanische psychedelische Bewegung der Anfänge und auch inwiefern dort DMT eine Rolle gespielt hat. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern euch eure Frage beantworten nach wichtigen Büchern. Und da muss man natürlich anfangen mit einem ganz speziellen, wenn es darum geht, deutschsprachigen Output vorzustellen. Timothy Leary, Richard Alpert damals noch nicht, hat er sich noch nicht Ramdas genannt, und Ralf Metzner haben dieses herrliche Buch hier verfasst. Ich habe hier eine Auflage von Raimund Martin in der Hand. Es gibt das Buch in verschiedenen Ausgaben und von verschiedenen Verlagen. Und natürlich kann man sich auch das englischsprachige Original zulegen. Und Psychedelische Erfahrungen, ein Handbuch nach Weisungen des tibetischen Totenbuchs, ist sozusagen ein Tripbegleiter. Man kann psychedelische
psychonautische Sessions-Sitzungen hiermit ausgestalten oder sich zumindest sehr inspirieren lassen von dem Inhalt dieses wunderbaren Buchs, der drei Urgesteine der US-amerikanischen Psychedelik. Von Leary habe ich euch schon viele Bücher vorgestellt, da werde ich jetzt kein weiteres zeigen. Von Ralf Metzner ebenfalls, da haben wir euch ja schon x-mal auch die Nachtschattenbücher vorgestellt. Da kommt demnächst auch ein neues, da gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein. Aber von Ram Dass, da haben wir noch nie, von Richard Alpert haben wir noch nie ein Buch vorgestellt. Und da gibt es doch eines, das ist auch ins Deutsche übersetzt worden, was gerade von oder in Sachen Psychedelik, in Sachen Spiritualität ganz bahnbrechend ist, dieses Werk. Es heißt, denke daran, sei jetzt hier. Be here now im Original. Im Original sieht das Cover auch so aus, ist nur Englisch und blau. Und ja, das ist ein Handbuch in drei Teilen. Da kommt also einmal diese Broschüre als Teil 1 mit Daten und Texten zu Richard Alpert, zu Ram Dass, aber auch zur amerikanischen psychedelischen Bewegung. Dann in Teil 2 haben wir hier also ein wunderbares, das ist ein richtiges Kunstwerk dieses Buches. Es ist durchgehend so ausgestaltet und richtig gehend mit vielen Zeichnungen und so richtig geil im Stil der frühen psychedelischen Kultur. Und in Teil 3 des Buchs geht es dann, das nennt sich Kochbuch, da geht es um eine Anleitung für den spirituellen Lebensweg. Also dieses Buch hier ist antiquarisch unbezahlbar, kommt aber jetzt 2018 in einer neuen Auflage raus im Sardana Verlag und dann kostet es nur ungefähr 30 €. Kein Nachtschattenbuch, ja. Keines der Bücher, das ich euch jetzt hier zeige in dem Rahmen, ist ein Nachtschattenbuch, sind alles andere. So, dieses hier, wie gesagt, antiquarisch würde ich euch nicht raten, das zu kaufen, ist schweineteuer, aber demnächst eine aktuelle Auflage und die sieht dann auch so aus wie das, was ich euch hier zeige. Dann haben wir, wenn es um US-amerikanische Psychonautik, Psychedelik geht, ein tolles antiquarisch erhältliches Buch. Wer des Englischen mächtig ist, der sollte sich das jetzt mal reinziehen. Es gab ja eine wunderbare Zeitschrift der US-amerikanischen psychedelischen Generation und die hieß The Psychedelic Review. Und das war eine wirklich kultige Zeitschrift. Heute, ich habe auch schon mal hier in der DEA gezeigt, dass die Maps auf ihrer Internetseite das Gesamtarchiv der Psychedelic Review als in PDF-Form zur Verfügung stellt. Wer da ein bisschen stöbert auf der Seite, der wird es auch noch finden. Man kann die sich alle runterladen. Jedenfalls gibt es hier ein Buch, The Psychedelic Reader. Und da sind so die besten Stories, eine Best-of Psychedelic Review drin versammelt. So dick ist das und so sieht es aus. Das ist natürlich keine aktuelle Auflage, gibt es auch nicht. Aber man kriegt das antiquarisch auf dem Bücher-Secondhand-Markt. Und das ist natürlich hier mit allen möglichen Autoren, mit Gottfried Benn, Alan Watts, Schultes, Leary Metzner, Gary Fisher, Tim Leary, Roy Bates, John Buckman und vielen, vielen anderen, Aldous Huxley, die also hier Beiträge drin haben aus der Psychedelic Review. Ein echter Leckerbissen und ein echter Geheimtipp für Psychedeliker, die des Englischen mächtig sind. Genauso verhält es sich mit einem Werk von Bernard Aronson und Humphrey Osmond. Psychedelics heißt es, ja, auch ein Uhrwerk und ein Uhrwerk ohne H. Und auch hier, das ist also, sicherlich ist vieles des hier abgebildeten Wissens heutzutage schon besser verfügbar. Es ist halt eben ein altes Buch, aber wer sich für die Anfänge der psychedelischen Forschung und Bewegung interessiert, sollte auch dieses Buch am besten besitzen, auch ebenfalls antiquarisch erhältlich. Dann wurde ich gefragt nach Büchertipps zur Beat-Generation, zu den Beatniks, ja, die ja eben auch mit der psychedelischen Bewegung in engster Verknüpfung standen, ja. Und da muss natürlich, wenn es um Psychedelik, Spiritualität und die Beatniks geht, einer ganz besonders hervorgehoben werden, nämlich Allen Ginsberg. Und von dem habe ich hier mal exemplarisch ein indisches Tagebuch mitgebracht, aus dem Hansa Verlag, das ist von 72 hier, Originalausgabe auf Deutsch, also wirklich, ja, ein altes Buch. Ich war da -2, als das rausgekommen ist. Und das, ja, da sage ich gar nicht viel zu. Das gibt es für wenige Euros tatsächlich immer noch auf dem Buch-Secondhand-Markt. Wer das mal googelt, wird es finden. Und das kostet gar nicht viel. Sollte man auf jeden Fall kennen. Ein totales Schmankerl der psychedelischen Kultur und der Beat-Kultur. Und wer mal einen Überblick über Beat haben will, über die Beatnik-Bewegung, der könnte sich dieses Buch hier reinfahren. Dies Land ist unser. Hier geht es tatsächlich um die berühmtesten Beatniks, Burroughs, Ginsberg und Kerouac.
Und du hast hier also eine Anthologie an der Hand mit tollen Texten, die einen guten Einstieg in diese Kultur, in dieses Genre bieten. Und wer dieses Hardcover nicht findet oder das Geld dafür nicht ausgeben will, auch übrigens nur antiquarisch erhältlich, kann auch hier die Taschenbuchausgabe sich holen aus dem Rowohlt Verlag On the Road. Inhaltlich eins zu eins das Gleiche. Gibt keinen Unterschied und ist wahrscheinlich ein paar Euros billiger zu haben auf dem Bücher-Second-Hand-Markt. Ja, so viel zum Thema Beat-Literatur, also William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Neil Cassady, um nur einige zu nennen, die berühmtesten Protagonisten, da gibt es noch viel mehr. Das sind so die Autoren dieser Beat-Generation, wie man gesagt hat, und die waren eng verknüpft mit der psychedelischen Bewegung. Insbesondere Allen Ginsberg war also da die Brücke zwischen diesen beiden Kulturrichtungen, wenn man es mal so nennen will. Ja, dann haben wir vorhin gesagt, Ralf Metzner, da gibt es hier ein englischsprachiges Buch, Birth of a Psychedelic Culture von Ralf Metzner und Ram Dass, Richard Alpert. Das sind Gespräche von den beiden, die sind aufgezeichnet worden und moderiert worden von Gary Bravo. Und dieses Buch ist hier die englische Originalausgabe, ein wunderbares Dokument der Zeitgeschichte. Das bereiten wir jetzt gerade vor für eine deutschsprachige Ausgabe im Nachtschatten Verlag. Die erscheint am 19. April dieses Jahres zum Bicycle Day, zusammen mit der Übersetzung dieses Buchs. Des Kulturlexikons LSD von Wayne Glauser. Auch das kommt auf Deutsch im Nachtschattenverlag raus. Und gemeinsam mit der Lucy Nummer 7, Lucys Rausch Ausgabe 7 zum Bicycle Day, eine LSD-Spezialausgabe. Alle drei Werke, alle drei Medien erscheinen am 19. April zu unserem Symposium Die Geburt oder Geburt einer psychedelischen Kultur, LSD-Kulturgeschichten-Lexikon und Lucys Rausch Nummer 7. Zum 19. April jetzt schon mal vormerken. Und damit haben wir eine interessante Brücke geschlagen von wichtigen LSD- oder Psychedelikbüchern hin zu den Neuerscheinungen des Nachtschattenverlags. Da haben wir nämlich neben den beiden Büchern, die ich euch gerade gezeigt habe, noch was in Vorbereitung, nämlich von Stanislav Grof, Der Weg des Psychonauten wird es heißen. Und da gibt es jetzt demnächst auch eine Vorab-Auskopplung. Wie manche Musiker vor Erscheinen eines Albums schon eine Single auskoppeln und veröffentlichen, bringen wir hier vor Erscheinen des großen Buchs Der Weg des Psychonauten ein Smartbook des Titels Psychonautik, Praxis der Bewusstseinsforschung. Dann in Vorbereitung und demnächst druckfertig Ekstatisches Erleben, eine Anthologie zum Titelthema von Thorsten Passi. Freue ich mich auch sehr drauf. Und wo ich gerade von Thorsten Passi rede, mit dem schreibe ich nämlich zusammen auch gerade ein Buch, auch ein Smartbuch, was auch dieses Jahr noch rauskommen wird, im dritten Quartal allerdings erst, über Microdosing. Ja, auch ein sehr angesagtes Thema im Augenblick. Und viele von euch fragen mich auch dazu, werden wir demnächst auch in der DEA mal eine Folge zu ausgestalten. Ja, als letztes lasst mich euch noch kurz sagen, was an Neuauflagen gerade rausgekommen ist, bevor wir uns dann auch verabschieden. Es ist das CBD Smartbuch von Franjo Grotenherm, was jetzt gerade vor ein paar Wochen erst rausgekommen ist, echt schon vergriffen, wird schon wieder nachgedruckt. Genauso wie Hanf als Medizin von Franjo Grotenhermen und die Behandlung mit Cannabis und THC, die sind bereits rausgekommen, schon als Neuauflagen, habe ich euch in der vorigen Nachtschatten TV schon erzählt. Und dann kommt jetzt auch neu raus eine Neuauflage von Die Mutterkornalkaloide von Albert Hoffmann. Da wird das Cover anders sein. Das Buch erscheint jetzt in der Edition Nachtschatten Science, aber der Inhalt ist der gleiche. Also damit ihr nicht enttäuscht seid, wer die alte Auflage der Mutterkornalkaloide schon hat, der braucht die neue nicht, weil es inhaltlich eben eins zu eins dasselbe ist. Ja, ihr Lieben, lasst mich mal wissen, was euch so interessiert für die Zukunft. Ja, Microdosing ist so ein Thema, da könnte ich euch vielleicht auch in der nächsten Nachtschatten TV ein bisschen mehr zum Buchprojekt erzählen, zum Status Quo. Und es wird ein schönes kleines Büchlein und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur nächsten DEA. Bleibt mir gewogen und nicht vergessen, anmelden zum LSD-Symposium. Die Karten sind bald weg und dann ist Schluss. Ja, eben, wir müssen das leider Gottes wirklich limitieren. Bis bald, macht's gut und tschüss.